Hallo, heute sprechen wir über das Formelumstellen, das wir unbedingt bei den NTG-Übungsaufgaben und natürlich auch bei allen anderen Umstellvorgängen von Formeln berücksichtigen müssen. Immer wieder kommt es zu Schwierigkeiten, wo man nicht genau weiß, wie man praktisch multipliziert, dividiert und den ganzen Krempel auf die andere Seite bringt. Das Formelheft ist ja voll mit Formeln hier und jede einzelne Formel, egal welcher Natur sie auch sein mag, kann zu den entsprechenden Größen umgestellt werden. Toll. Das hilft uns erstmal überhaupt nicht weiter. Um Formeln umstellen verstehen zu können, muss man den Begriff einer Gleichung verinnerlichen. Eine Gleichung bedeutet nichts anderes als gleicher Wert. Was verstehen wir nun unter dem Begriff gleicher Wert? Nun, ganz offensichtlich ist es selbstverständlich, dass wir sagen, 6 plus 4 gleich 10. In diesem Primitivbeispiel können wir sofort erkennen, dass zwei Zahlen miteinander addiert werden und dann eine Summe von 10 entsteht. Hallo, heute wollen wir uns mit dem Teil 2 Formeln umstellen für die Industriemeisterbasisqualifikation, Fach NTG. Und das letzte Mal hatten wir gesprochen über einfache Addition und Subtraktion, wie eben auch Multiplikation und Division. Richtig geübt hatten wir es noch nicht, aber ich möchte jetzt, bevor wir weiter uns mit komplizierten Themen befassen wollen, nochmal mit dem Thema zusammengesetzte Formeln Addition und Multiplikation befassen. Wobei Subtraktion und Division natürlich damit im Grunde genommen schon auch gemeint sind. Hallo, heute wollen wir uns mit dem Teil 3 Formeln umstellen befassen. Und wir hatten uns zuvor die einzelnen Grundlagen angeguckt, wie man also durch Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division zu Werke geht. Heute wollen wir uns ein paar gemischte Formeln heraussuchen, die ein bisschen komplizierter sind. Also gemischte Formeln. Und gemischte Formeln sind welche, die sich aus, naja, vielleicht aus eben allem zusammensetzen. Und für uns habe ich jetzt eine Formel herausgesucht, die möglicherweise ein bisschen unangenehmer sein könnte. Wir wissen, dass für einen Kreisabschnitt sich die Querschnittsfläche A berechnet, na, über diese fürchterliche Formel, die hier jetzt steht mit Pi mal R Quadrat mal Alpha geteilt durch 360 Grad minus S mal R minus H halbe. Naja, und der mathematische Zusammenhang erschließt sich mir zunächst mal überhaupt gar nicht, warum da jetzt die Querschnittsfläche sich so berechnet. Ist mir ja auch egal. Letztlich ist die Formel so vorgegeben. Und als gesuchte Größe möchte ich zunächst mal, damit es auch ein bisschen schwieriger wird, hier dieses H ermitteln.